Jemand was draußen, ich bin's Jan von Bayes United und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir das erste Blisterpäckchen der neuen Road to Euro 2020 Karten von Panini auf dem Tisch liegen. Ihr seht die Limi schon, es ist Emil Forsberg, der Mann, der spielt hier für Schweden, hat das schwedische Trikot an, aber natürlich, wir kennen ihn alle aus der Bundesliga von RB Leipzig. Das Ganze kostet 4,90 €, wie man es gewohnt ist, 5 Päckchen plus eine Limi. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Ich steche mit dem Messer rein, schlitze das Ganze auf. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, eine Schere zu nehmen, weil das viel, viel einfacher geht. So. Soweit ich weiß, gibt es auch wieder 10 verschiedene Limis in diesen Blistern. Aber man kann ja immer ganz gut sehen, wer da drinne ist. Und in diesem Fall ist das Emil Forsberg, 90 Control. Nicht die beste Limi, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Cooles Design. Die Limis werde ich auf jeden Fall richtig suchten. Alle will ich da bekommen. Wir schauen uns erstmal an, was für Packs wir bekommen. Erstmal hier Griezmann und Lafferty, Hazard, Lewandowski, Griezmann und Hazard. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Hier sind nochmal die Odds, falls ihr unsere anderen Videos noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr unsere anderen Videos noch nicht gesehen habt, klickt am Ende dieses Videos auf jeden Fall auf das i da oben. Denn da kommt ihr zum Starter-Pack, zum Display-Video. Das heißt, wir haben 50 Päckchen in einem Video aufgemacht. Ist auch eine halbe Stunde lang. Also lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr geiles Video. Und dann haben wir auch noch eine Mini-Tin geöffnet, jetzt gestern. Und ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben eine Rare bekommen. Und was für eine Rare. Also, schaut euch das Video auf jeden Fall an. Sehr, sehr geiles Glück, was wir bisher hatten. Deswegen, toi, toi, toi. Knock on wood, wie man so schön sagt. Hoffen wir mal, heute haben wir ähnlich viel Glück. Heute sogar mit zwei Päckchen mehr. Ne, einem Päckchen mehr als bei der Mini-Tin. Das heißt, das Glück. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch ein bisschen besser geworden, auch wenn ich mir da nicht allzu viel erhoffe. Hier haben wir McGuinness, dann drehe ich um. Alexander Arnold, sehr, sehr geile Karte. Das sind diese Rising Stars mit einem kranken Design, blaue Folie, blauer Rand und dann hier dieser bunte Hintergrund. Phänomenal, sehr, sehr geil. Mertens, Forsberg, Lingard und Chester. Eine Special-Karte pro Pack. Hier haben wir Kalinic. Dann haben wir Serbien. Sehr geil mit ein paar Eintracht-Spielern auch drauf. Könnt ihr sie sehen? Oder beziehungsweise ihn. Kleine Miat. So, dann machen wir weiter mit El Abdelawi, Neuer, Olsen und André Duda. Das war wirklich das Bundesliga-Pack hier mit Gacinovic. Ne, der hat nie Bundesliga gespielt. Neuer natürlich und André Duda von der Hertha. Dann nächstes Pack, McGregor, dann wieder eine umgedrehte Karte. Das ist Robert Mack, Keyplayer. Hier, nice Power-Up-Karte. Dann haben wir noch Luka Modric, Paulsen, Mali, Jonas Mali, ich glaube, der fehlt mir, oder? Ich weiß gar nicht. Promise. Also zwei Basiskarten, glaube ich, fehlen uns noch. Wobei ich jetzt nicht im auswendig weiß, welche. Sonst haben wir schon alle aus dem Display bekommen. Leroy Sané, die umgedrehte Karte ist Marouane Fellaini. Der darf natürlich nicht fehlen. Hier hat er noch den Afro, obwohl er den ja mittlerweile gar nicht mehr hat. Fans Favorite für Belgien. Dann haben wir Zielinski, Boateng, Fraser und Pereira. Und letztes Päckchen, letzte Hoffnung auf eine Rare. Auch wenn ich das nicht glaube, weil unser Glück dann übertrieben krank wäre. Sergio Busquets. Lorenzo Insigne, den nehme ich auch gerne. Fans Favorite Insigne von Italien. Spielt der sonst noch bei Napoli. Wir haben Kramaric, den Hoffenheimer, Pickford, Forrest und Sirloff. Also, das war unser erstes Blister von dieser Serie. Ich kann euch versprechen, mehr Blister werden auf jeden Fall kommen. Und natürlich auch in den nächsten Tagen gleich
Großes hin und Multipack, das kann ich euch schon versprechen. Und die anderen Blister und Multipacks werden dann natürlich auch noch folgen. Und auch das erste Mappen-Update steht vor der Tür. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal den Multipack und die Tin. Und dann wird dann, glaube ich, so Mittwoch vielleicht das Mappen-Update kommen. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall Abo nicht vergessen und am besten noch die Glocke aktivieren. Das waren unsere Special-Karten heute mit der Rising Star-Karte, zwei Fans-Favorite, dann die Keyplayer-Karte und die Nations League-Karte. Das war's von mir. Abo nicht vergessen, Däumchen werden Träumchen. Zerstört den Like-Button, wäre auf jeden Fall geil. Dauert eine Millisekunde, ist kostenlos und geht ganz schnell. Das war's auf jeden Fall von mir. Abo nicht vergessen, wir sehen uns bald wieder hier bei Wolves United. Ciao.